Ich durfte wirklich das Ding 1:1 realisieren, wie im Wettbewerb geplant, wie im Kopf gedacht, umgesetzt, so steht es heute. Das Haus soll keine Rückseite haben. Hier betrügt man sich durch diese Gedanken der Reflexion und kriegt eine vollständige Architektur, obwohl sie nur halb ist. Es gibt schöne Orte in Hamburg, keine Frage, aber dieses hier ist schon ein ganz besonderer Ort. Und das, finde ich, kann man hier gut nachempfinden. Wenn man hier so lang geht und jetzt plötzlich erschließt sich die Architektur wieder aus dem Kreis heraus. Der Grundriss macht es auch möglich, dass man Teile des Flures einer großen Suite zuordnet.